Ja. Ja, wunderschönen guten Tag. Mario Vieri hier am Apparat. Hier ist Sebastian Brümpeler, ja? Wunderbar. Herr Brümpeler, ich melde mich wegen der Hallenskontoaktivierung. Sie sind gerade ja online wegen dem Bitcoin-System, ja? Und wie gesagt, ich bin jetzt da, Ihnen zu helfen, Ihnen ein bisschen zu erklären die Vorgehensweise, okay? Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder ein nettes Betrüger-Callcenter mitgebracht, das uns das Geld wie gewöhnlich aus der Tasche ziehen möchte. Das Problem dabei ist, dass das Deutsch, was die netten Mitarbeiter hier liefern, tja, alles andere als eigentlich kundenwürdig ist. Außerdem schafft es dieser nette Mitarbeiter hier auch mal wieder nicht allein, das Gespräch bis zum Ende durchzuziehen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welcher kriminellen Energie wir es hier in Wirklichkeit zu tun haben. Wunderbar. Zuerst sagen Sie mir nur bitte, wie alt sind Sie denn? Hä? Wie alt sind Sie, Herr Sebastian? Wie alt sind Sie denn? Ja, 33. Aha. Also Sie müssen nur älter als 18 Jahre alt sein, ja? Ja, ist so. Okay, tipptopp. Sie machen das wahrscheinlich das erste Mal oder haben Sie schon Erfahrung? Sie haben schon Erfahrung. Tja, also dieser mysteriöse Herr möchte mich ja legitimieren, indem er mich fragt, wie alt ich denn bin. Und nachdem ich dann geantwortet habe, ist es damit schon erledigt. Eine wirkliche Legitimation, um zu überprüfen, ob ihr wirklich alt genug seid, funktioniert so definitiv nicht. Normalerweise legitimiert man sich über Postident oder über irgendeine App, die sowas kann. Da muss man sich dann quasi mit einem Mitarbeiter verbinden, der nichts mit dieser Firma zu tun hat, sondern von einer anderen Firma kommt. Und hier habt ihr dann einen Videochat. Ihr seht eventuell den Mitarbeiter, der euch überprüft, und der Mitarbeiter sieht euch dann. Der Mitarbeiter hat über diese App dann Zugriff auf euer Smartphone, über diese App, die da installiert ist. Hier kann er die Kameras wechseln, von der Frontkamera auf die Rückkamera, um mit der Rückkamera dann zum Beispiel ein Screenshot bzw. ein Foto von eurem Personalausweis zu machen. Außerdem müsst ihr dann den Personalausweis zum Beispiel noch neben euer Gesicht halten. Und dann wechselt der Mitarbeiter die Kamera wieder zu eurem Gesicht, um dann eben auch zu überprüfen, ob ihr diese Person eben auch seid, die auf dem Personalausweis abgebildet ist. Das wäre dann eine richtige Legitimation, um zu überprüfen, ob ihr wirklich 18 Jahre oder älter seid. Einfach nur die Frage am Telefon zu stellen, ob man 18 ist, ich glaube, damit ist es dann letztendlich nicht getan. Okay, wunderbar. Sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse ist sebastian.brümpeler@gmx.net, ja? Okay. Ich habe Ihnen eine Mail gesendet für die Handelskontoaktivierung, aber hier bei mir steht, dass die E-Mail-Adresse nicht korrekt ist. Aha. Okay, ich wiederhole nochmal. Sebastian B, also Sebastian Brümpeler@gmx.net. Ja. Bei mir steht, dass die E-Mail-Adresse nicht korrekt ist. Kann es sein, vielleicht irgendwo liegt ein Fehler. Okay, nichtsdestotrotz, sagen Sie mir bitte, was benutzen Sie gerade? PC, Laptop oder Smartphone? Hä? Was benutzen Sie gerade? PC, Laptop oder Smartphone? Habe ich alles da. Okay, können Sie auf Google gehen? Ja. Also es ist schon der absolute Wahnsinn, wie die netten Mitarbeiter aus den Betrüger-Callcentern die Gespräche so führen. Tja, also es ist schon relativ seltsam, dass man jedes Mal eine E-Mail bekommen soll, um da irgendwie sein Konto zu aktivieren. Anstatt einfach nur die Internetadresse durchzubuchstabieren oder einfach nur zu nennen, ja, dass der Kunde da drauf geht, sich einloggt und dann das da tut, was man sich da vorstellt. Alleine das hier verrät eigentlich schon wieder perfekt, dass das hier nur ein Betrüger-Callcenter sein kann. Ich werde Ihnen jetzt etwas buchstabieren, okay? Darf ich anfangen, oder? Also ein E wie Emil. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. N wie Nordpol. Dann nochmal ein O wie Otto. Ein M wie Martha. Ein I wie Ingo. Ein C wie Cäsar. Ein S wie Siegfried. Jetzt kommt eine Zahlenkombination.
101. Mhm. Dann kommt H wie Hanna, mhm. U wie Ute und B mhm. wie Beate. Dann mhm. machen Sie einen Punkt. Dann machen mhm. Sie Cesar Otto Mata. Mhm. Also Punkt com. Aha. Okay. Sagen Sie mir bitte, sehen Sie jetzt die Startseite von Economics 101 Hub? Nee, die Google-Suchergebnisse. Ah, okay, wunderbar. Dann wählen Sie da das Fenster für die Startseite. Ganz genau. Ich sehe nun die Google-Suchergebnisse. Denn er hat ja schließlich ja auch im Voraus gesagt, gehen Sie bitte auf Google und nicht, ja, geben Sie oben in der Adresszeile die Domain ein oder die Internetadresse oder wie auch immer man es irgendwie kommunizieren möchte. Wenn man hier die Menschen allerdings auf Google lockt, dann, also locken im Sinne von dorthin lotst, dann, ja, geht man auf Google. Dann öffne ich den Browser und gebe ein www.google.de, insofern das nicht die Startseite von euch ist. Ja, und was die Betrüger hier allerdings meinen mit gehen Sie auf Google, die meinen, man sollte seinen Google Chrome Browser öffnen. Es wäre vielleicht dann noch etwas logischer, wenn man sagen würde, öffnen Sie Chrome oder öffnen Sie den Google Browser. Aber wenn man einfach nur sagt, gehen Sie auf Google, ja, dann geht man auf Google und gibt auch dort das ein, was der Betrüger durchbuchstabiert. Und dann öffnet sich natürlich logischerweise nicht die Webseite, wenn ich bei Google in der Suchleiste meine Anfrage eintrage, sondern die Google-Suchergebnisse. Das verwirrt die Betrüger auf jeden Fall immer ein Stückchen. Aha. Sehen Sie da die Startseite? Ist sie auf Deutsch oder auf Englisch? Lädt noch. Okay. Was sind Sie denn vom Beruf, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie nicht. Okay. So, jetzt ist geladen. Okay, was sehen Sie auf der Startseite? Text. Okay, ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Okay, da oben rechts können Sie auf Deutsch umstellen. Wenn Sie bitte nach unten scrollen, haben Sie bei Bundles 3 Startpakete. Welches Paket würde für Sie interessant sein? Also wenn ich auf Deutsch klicke, dann bleibt das auf Englisch. Ja, das ist nur das, aber so, wenn Sie weiter dann gehen, wird das alles auf Deutsch sein. Also, unten haben Sie die Startpakete. Und welches Paket wäre für Sie interessant? Das ist alles Englisch. Scrollen Sie bitte nach unten, dann werden Sie sehen bei den Paketen, dass das alles auf Deutsch ist. Nee, hier ist das nicht auf Deutsch. Scrollen Sie bitte nach unten. Ja, ich bin ja schon ganz unten. Sie müssen bei den Paketen sein. Ja, ist nicht Deutsch. Ja, unter Pakete steht alles auf Deutsch. Nee. Ja, E-Book. Sehen Sie da die Pakete, die 3 verschiedenen Pakete? Die ganze Webseite ist noch auf Englisch. Okay. In der Tat ist es so, wie ich das hier schildere. Ich drücke auf deutsche Sprache und es bleibt einfach auf Englisch. Es ist schlichtweg bei dem Betrugsversuch hier die passende Webseite zum Betrug defekt. Da kann ich so viel auf Deutsch drücken, wie ich möchte. Es wird nur zum Teil so ein kleines bisschen was auf der Webseite auf Deutsch übersetzt und der Rest bleibt einfach auf Englisch. Und das kennt ihr vielleicht von irgendwelchen, ja, Computergeräten, die man über den Webbrowser aufruft. Da hat man ja oftmals auch eine Maske auf Englisch und man muss die dann oftmals erst noch auf Deutsch umschalten. Und dann kommt da eher ein Denglisch raus als ein vernünftiges Deutsch. Oder im schlimmsten Fall bleibt alles Englisch und es sind nur ein paar Wortbrocken zwischendrin mal auf Deutsch. Und so kann man sich das hier auf dieser Betrüger-Webseite vorstellen. Ich stelle das Ganze um von Englisch auf Deutsch und es passiert schlichtweg einfach überhaupt nichts. Wir haben nur ein paar kleine Brocken auf Deutsch und das war's dann. Dass das den Kunden definitiv ja verwirrt, ist klar. Und richtig ist es auch nicht. Wenn ich mit dieser Bank Geschäfte machen soll, dann müsste wohl das Wichtigste auf der Webseite wenigstens auch vernünftig auf Deutsch übersetzt sein. Ansonsten ist das schlichtweg auch wieder alles nicht richtig. Wenn Sie irgendwo klicken, dann wird das auf Deutsch sein. Also keine Sorge. Also ich habe die Seite vor mir jetzt. Ja, ich auch. Okay. Dann scrollen Sie ein bisschen nach unten. Sind Sie der englischen Sprache bewandert? Nee. Okay. Das ist auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, alles später wird in Deutschland, der Broker ist aus Deutschland, wie gesagt. Welches Paket wird für Sie interessant sein? Würde für Sie interessant sein? Ja, grundsätzlich erstmal ein deutsches. Wie meinen Sie das hier, Sebastian? Ja, die Webseite, die lässt sich nicht auf Deutsch stellen. Mein Guter, wir haben, wir sind ein europäisches Unternehmen. Also wir haben Kunden uns ganz, aus der ganzen EU-Zone. Also wenn Sie unten bei der Pakete sind, die Pakete sind auf Deutsch. Wenn Sie das um Deutsch umstellen. Ja, eben, dem ist ja nicht so. Wenn ich es auf Deutsch umstellen möchte, dann geht es ja nicht auf Deutsch, sondern es bleibt einfach auf Englisch. Lediglich, wie gesagt, ein paar Wörter ändern sich auf Deutsch. Aber die Webseite ändert sich nicht auf Deutsch.
Nur die Pakete, die ich da kaufen kann, die haben auf einmal eine deutsche Überschrift. Aber der Rest auch nicht. Tja, und die deutsche Überschrift bei einem Paket, was ich kaufen kann, mit einer englischen Beschreibung dazu, macht überhaupt keinen Sinn. Tja, daran sieht man einfach nur wieder, dass das Ganze hier nur schnell gehen soll. Die Betrüger möchten irgendwie möglichst schnell an euer Geld kommen, aber das Ganze, was da letztendlich drumherum gebaut wird, das muss überhaupt nicht funktionieren. Das interessiert auch niemanden, denn letztendlich sollt ihr ja nur den Anweisungen am Telefon folgen und euch nicht großartig auf der Webseite umsehen. Und wenn ihr da die Sprache nicht könnt, dann ist das für den Betrüger gleich doppelt praktisch, weil ihr versteht gar nicht, was da eigentlich genau mit euch passiert. Und selbst wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, es sieht ja aus wie eine Trading-Seite. Also wie eine schlecht gemachte Trading-Seite. Aber naja, wenn ich da eben investieren soll, dann wäre es schon vom Vorteil und ist also meines Wissens nach auch Pflicht, wenn ich als deutscher Kunde da was kaufen kann, beziehungsweise Geld investieren kann, dann müssen die mir, wenn die mit mir Verträge machen wollen, auch irgendwie meine Sprache anbieten. Sicherlich ist Englisch eine Universalsprache, dass man die für ja alle Länder nehmen kann. Aber schon alleine die Aussage, wir sind ein europäisches Unternehmen und brauchen das deswegen nicht, ist schlichtweg auch wieder Blödsinn. Aber es steht ja immer noch alles auf Englisch, also da ist alles Englisch, nichts Deutsch. Mein Guter, bei der Pakete, sehen Sie da die drei Startpakete? Ja. Okay, was steht unter den Paketen? Zum Beispiel, was steht unter dem mittleres Niveau? Was steht unter dem? Unter was? Unter mittleres Niveau, wenn Sie da bei der Zahlen sind für die Pakete. Ja, das ist ja alles auf Englisch. Ja, was steht unter dem? Ja, unter was? Unter zum Beispiel einem der Pakete, was steht? Na, Novice in... Was? Intermediate und Elite. Elite. Elite-Paket. Genau. Mittleres Niveau und Novize. Novize-Paket. Also das ist für Anfängerkurs. Ganz genau. Das, was der mir da anbietet, ist für den Anfängerkurs. Also für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Tja, dass genau die Leute sich nicht auf Webseiten rumtummeln sollten, wo man sich überhaupt nicht mit der ganzen Materie auskennt. Das scheint die Betrüger hier an dieser Stelle überhaupt nicht zu interessieren. Ja, wann kriegen wir das hier mal auf Deutsch? Was steht unter dem? Steht da Essential Training Kurs, E-Books, Lektionen, eine Stunde Lehrzeit, steht alles. E-Books, Kryptowährungskalender, Wirtschaftskalender, 59 Lektionen, 2 Stunden Lernzeit, steht alles. Ich glaube, das ist auf Deutsch. Steht nicht auf Deutsch. Okay, mein Guter. Klicken Sie unter eines der Pakete unter Buy Bundle und dann wird es alles unter Deutsch sein. Nee, Englisch. Mein Guter, wenn Sie eines unter den Pakete klicken, steht in Orange Buy Bundle. Klicken Sie, wählen Sie ein Paket aus und dann klicken Sie unter dem. Das ist alles Englisch. Okay, nochmal, ganz langsam. Nochmal ganz, ganz langsam. Mein Guter, was steht unter einem der Papiere? Auf Deutsch oder auf Englisch? Das ist alles auf Englisch. Der gute Herr scheint hier aber auch ein kleines bisschen begriffsstutzig zu sein. Denn ich hab's ja nun deutlich mehr als einmal erwähnt, dass ich da so viel auf Deutsch klicken kann, wie ich möchte. Die Webseite bleibt lediglich auf Englisch. Da kann ich einstellen, was ich möchte. Es ist schlichtweg die Webseite defekt. Zumindest in dem Browser, den ich benutzt habe. Es kann natürlich sein, dass das in einem anderen Browser funktioniert hätte mit der Übersetzung. Denn manche Firmen machen sich's einfach und programmieren die Webseiten einfach nur für den meistbenutztesten Internetbrowser, den man halt so hat in Deutschland, beziehungsweise der grundsätzlich weltweit am meisten benutzt wird. Das ist in diesem Fall tatsächlich der Google Chrome Browser. War aber mal nicht immer so. Denn davor war es der Firefox. Dieser Mozilla Firefox. Dieser orange Feuerball. Und da ich persönlich dieses Programm aber eigentlich schon seitdem ich Computer nutze, immer schon benutze und keine anderen Programme so wirklich gerne benutze und man ja, ihr kennt's ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn ich den Firefox benutze, benutze ich halt eben den Firefox. Beziehungsweise, ich benutze den Tor-Browser, also das sichere Internetfenster, was aussieht wie eine Zwiebel, was halt eben über einen VPN-Tunnel ins Internet geht, beziehungsweise auf die Webseiten der Betrüger. Und das basiert nun mal auf Firefox. Und da kann ich nicht mal einfach so auf den Chrome-Browser wechseln. Natürlich könnte ich das schon tun, um dann eben auch da dann solche Sicherheitsmaßnahmen treffen, die sind aber nicht gleich sicher.
und von daher lasse ich das und rufe die Betrüger-Webseiten grundsätzlich nur über einen ja, Firefox-ähnlichen Browser auf, weil ich eben, wie schon erwähnt, ja den Firefox gewohnt bin. Und hier liegt eben einfach das Problem. Man muss, um eine Webseite zu bauen, die Webseite nicht nur einmal bauen, sondern das ja, Gerüst der Webseite für verschiedene Browser nochmal schreiben und nochmal auf dem Server abspeichern. Ruft man dann die Webseite auf, wird in einem Bruchteil der Sekunde ja unterschieden, mit welchem Internetfenster ihr das Ganze abruft. Und wenn jetzt hier festgestellt wird, es ist der Firefox, dann nehme ich mir halt die Webseitendaten für den Firefox. Oder es ist der Chrome-Browser, dann lade ich halt vom Server die Daten, um den Chrome-Browser vernünftig anzuzeigen. Ja, und das lassen die Betrüger oftmals einfach weg. Denn die Webseite darf da nicht viel kosten und muss schnell huschi-fuschi fertig werden, damit man da möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Einsatz herausziehen kann. Und von daher bleibt dieser ja, Entwicklungsschritt der Webseite schlichtweg einfach fern. Und man programmiert nichts für andere Webseiten. Das hat zur Folge, dass die Webseiten oftmals dann im Firefox katastrophal aussehen. Und dass ja, der Style, die Optik, komplett verschoben und verzerrt ist. Ist nicht immer so, manchmal betrifft es halt einfach nur so Kleinigkeiten wie die Sprachübersetzung. Alles auf Englisch. Okay, und ist das ein Problem für Sie, oder? Ja. Ja. Oh. Ja. Okay, eine Sekunde. Ich übergebe Sie gerade zu meinem Kollegen. Er ist ein bisschen bewanderter als ich, okay? Aha. Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Immerhin hat der Betrüger mal vorgewarnt, dass er mich jetzt an einen Kollegen weitergeben wird, der angeblich bewanderter ist als er. Tja. Also, wozu man da bewanderte Mitarbeiter braucht, weiß ich nicht, aber mal davon abgesehen, wenn wir jetzt hier bei einer seriösen Bank wären, dann würde nicht in einem Bruchteil von einer Sekunde schon ein anderer Mitarbeiter direkt an der Leitung sitzen, sondern müsste erstmal darüber unterrichtet werden, worum es jetzt hier überhaupt geht. Ja, aber dieser tolle Herr, den wir jetzt in der Leitung haben, der macht gleich los im, oder gleich weiter im Programm. Was auf jeden Fall darauf schließen lässt, dass das hier alles definitiv nichts mit Datenschutz in diesem Callcenter zu tun hat. Er wird aber auch nicht der Letzte bleiben, den wir hier an der Leitung haben. Wie ich schon so oft und so gerne sage, hier werden wir wieder behandelt wie eine Stadtschlampe und einfach weitergereicht und weitergereicht. Wie geht's Ihnen heute? Alles gut? Alles im grünen Bereich? Sie wollten mir doch jetzt hier bei der Seite helfen, oder nicht? Jawohl, jawohl. Ich bin von der Finanzabteilung Sebastian. Ist das richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist, dass wir von der Finanzabteilung sind. An die Technikabteilung, okay. Wenn es nicht geht. Ist die Finanzabteilung. So, sagen Sie mir, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Text. Nix. Text. Auf dem Bildschirm nix. Text. Text. Mhm. Okay. Können Sie mir das vorlesen, was da steht, wo Sie klicken können und so weiter? Hä? Okay. Sie wollten eine einmalige Einzahlung mal tätigen. Mit was können Sie das tun? Was ist das? Kreditkarte, Online-Banking? Ja, erstmal hätte ich ja gerne hier mal eine deutsche Seite. Wo seht ihr denn dann? Im Büro. Im Büro. Ich bin ja auch in dem Büro. Okay. Sagen Sie mir, sind Sie ernst? Wollen Sie das machen oder nix? Hä? Ihre Webseite geht nicht. Okay. Sie haben eine Möglichkeit, da auf den Link zu drücken, um auf die Webseite zu landen, ja? Um was? Tja, also interessant finde ich hier auch immer wieder, dass die Betrüger ziemlich schnell von Anfang an jedes Mal auf ja, die Spur kommen, man hätte ja kein Interesse an dem Ganzen. Also erstmal rufen die ja an, um euch angeblich zu helfen. Das heißt, tja, weiß ich nicht, das, die Interessenfrage ist ja eigentlich schon geklärt. Und nun bin ich ja jetzt hier und versuche die blöde Webseite irgendwie zu bedienen. Ich meine, klar kann ich das und klar ist das jetzt hier auch fake, aber natürlich kann es ja auch logischerweise sein, dass sich jemand einfach nicht so gut mit Computern auskennt und wenn ausgerechnet dann die Sprachübersetzung nicht funktioniert und der Kunde das jetzt nun mal moniert und mit einem irgendwie das Ganze mal klären möchte und dann sogar ein anderer Mitarbeiter kommt, finde ich es schon ziemlich suspekt, dass der ja erstbeste Mitarbeiter sofort wieder unterstellt, man hätte ja auch kein Interesse an dem ganzen Bums. Tja, in Wirklichkeit ist es so natürlich schon, aber so schlau ist er nicht. Diese Vermutung kommt einfach nur daher, weil höchstwahrscheinlich die allermeisten Kunden nicht wirklich Interesse an dem Blödsinn da haben, was die da einem anbieten. Auf
die Webseite zu landen. Sagen Sie mir, wo sind Sie genau jetzt? Was sehen Sie vor sich? Mein Telefon. Okay, was sehen Sie auf dem Telefon? Ihre Nummer. Hallo? Okay, ja, ich höre Sie. Ich würde Sie noch einmal fragen. Sebastian, bist du mit mir? Kannst du das machen oder nicht? So generell, willst du das machen oder nicht? Na, ich hätte jetzt hier gerne mal eine deutsche Seite. Okay, bleib mal kurz auf der Leitung, ja? So, hallo, schönen guten Tag. Hier Brumpel Latina Schmidt aus Economics Hub. Ich glaube, die Männer kommen mir nicht klar mit der Technik. Deswegen, ich bin aus der technischen Abteilung. Also, sagen Sie mir mal bitte, womit wollten Sie die Zahlung tätigen, erstens? Mit einer deutschen Seite. Haben Sie eine Visa oder Masterkarte? Ja, erstmal hätte ich ja gerne vielleicht hier eine deutsche Seite. Das ist auch eine deutsche Seite, nur dass wir halt Kunden aus ganzer Welt haben, deswegen ist es natürlich erstmal auf Englisch. Sind Sie mit einem Handy oder mit einem Computer online? Beides. Okay, was benutzen Sie im Moment? Die Seite, mit einem Computer oder Handy? Habe ich auf dem Computer. Mit Computer, okay. Gehen Sie mal ganz nach oben, bitte. Ja. Genau, da sehen Sie den Mann mit schwarz-weißem Bild vor einem Bildschirm, oder? Ja. Genau. Sehen Sie über diesem Bild, sehen Sie auch bei Bundle, Schülerlogin und dann ist da auch eine englische Flagge, oder? Nee, ist eine deutsche. Eine deutsche Flagge, okay. Und wenn Sie mal die Seite aktualisieren, gehen Sie mal, klicken Sie mal auf die deutsche Flagge und dann öffnet sich dann noch Englisch dazu. Klicken Sie erstmal auf Englisch, auf englische Flagge und dann nochmal auf Deutsch, auf die deutsche Flagge. Einmal mal die Seite, weil ich... Trotzdem auf Englisch. Jetzt ist es auf Englisch bei Ihnen, oder? Die englische Flagge. Ja, es bleibt ja Englisch, egal ob ich da auf Deutsch oder auf Englisch drücke. Mhm, okay. Ja, kann sein. Und wenn Sie das mit dem Handy machen, weil bei mir ändert sich. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass man jetzt hier wieder einfach weitergereicht wurde, in diesem Fall nicht mal großartig mit irgendeiner Ankündigung, dass jetzt schon wieder ein Mitarbeiter kommt, wusste doch die dritte Person jetzt hier in der Telefonleitung verdächtig schon wieder darüber Bescheid, an welcher Stelle wir uns befinden und wo es jetzt weiterzugehen hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass da irgendwie 5 Leute am Telefon sitzen, um einen Kunden zu betrügen. Keine Ahnung, wer das noch für seriös halten kann. Es ist auf jeden Fall absolut unterirdisch und gruselig, wie die da im Callcenter vorgehen. Aber alleine an dieser Methode hier, dass es jetzt nun schon die dritte Person versucht, uns irgendwie das Geld aus den Rippen zu leiern, zeigt letztendlich einfach nur, dass das hier definitiv ein wirklich komischer Anruf sein muss. Ich meine, dass das Ganze hier Betrug ist, liegt ja eigentlich auf der Hand. Doch leider gibt es sehr, sehr viele Menschen, die auf genau das hier hereinfallen. Von daher teilt sehr gerne die Inhalte, damit alle Menschen darüber Bescheid wissen, was da so am Telefon alles passieren kann. Bei mir nicht. Hier steht nichts auf, wenn Sie mal drunter sehen. Unter dem Bild sehen Sie Our Produkte, oder? Dann sehen Sie Learn with Us. Oder? Ich kann ja die Sprache nicht. Okay, das heißt, lernen Sie mit uns. Okay, dann drunter. Dann sehen Sie Bundles, oder? Ja. Was steht denn da? Novice, mittleres Niveau, Elite. Ist das Englisch oder Deutsch? Technisches Tradingkurs, strategisches Tradingkurs, E-Books? Englisch. Das ist auf Deutsch. Also nee. Da steht tägliche Marktforschung, tägliche Marktnachrichten. Verstehen Sie nicht, wenn Sie, das ist nur ein Paket zum Auswahl. Wenn Sie auf Buy Bundle anklicken, dann werden Sie weitergeleitet und da steht nicht Name und so weiter. Da steht Vorname, Nachname, alles auf Deutsch wird Ihnen angezeigt. Ja, weil wir sind nämlich sowieso für die Kunden aus Deutschland zuständig. Verstehen Sie das? Nö. Kann sein, dass die Seite ein bisschen bei Ihnen im Moment spinnt. Das tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Aber wie vertrauen Sie mir, wie versprochen, wenn Sie auf Buy Bundle angeklickt haben, dann werden Sie weitergeleitet zu der Seite, auf welche Sie Ihr Handelskonto, persönlichen Handelskonto erstellen. Und das wird alles auf Deutsch gehen. Sie möchten ja erstmal, ich vermute, den Mindestsatz einzahlen, oder? Wie einzahlen? Nochmal? Ja, na, ich hätte dann erstmal die Seite auf Deutsch. Die Seite ist auf Deutsch, also wenn nicht bei mir, auf meinem PC, jetzt habe ich die Seite
aufgemacht. Wenn ich da auf Englisch gehe, dann geht es auf Englisch. Wenn ich auf deutscher Flagge bin, dann ist es natürlich auf Deutsch. Ja, ich weiß gar nicht, warum sich das bei Ihnen nicht ändert. Man kann ja auch auf bei mir ist es anders. Englisch. Das ist auch egal, in welchem Verstehen Sie, Browser. Aber das ist ja sowieso, das ist eine Webseite, okay? Was? Darf ich Ihnen was erklären? Das ist eine Webseite, ja? Egal, ob das auf Deutsch oder Englisch ist, Sie werden sowieso die gleiche, das gleiche anklicken. Ja, bei Bundle heißt, kaufen Sie, einkaufen. Ist ja eine wirklich tolle Herangehensweise. Ist ja scheißegal, ob Sie das lesen können. Die Webseite bleibt ja trotzdem die gleiche. Man muss ja da nur klicken. Und nicht wissen, was man da klickt? Also, verrückter geht's ja wohl irgendwie nicht. Also lasst euch niemals von so einer Scheiße überzeugen, dass es ja keine Rolle spielt, wo man da hinklickt. Das Produkt ist am Ende das gleiche. Und damit hat sie ja wahrscheinlich sogar recht. Scheißegal, welche Sprache da steht, das Geld ist am Ende eh weg. Tja, nur so ehrlich gehen die tatsächlich mit euch nicht um. Die wollen ja letztendlich an euer Geld. Tja, und wer da einfach mitspielt, das ist Betrug mit Anleitung. Also man lässt sich komplett verarschen, bis man freiwillig selbst sein Geld überwiesen hat. Ja, und wenn es denn erstmal weg ist, ja, da wird sich keiner mehr bei euch melden. Naja, doch schon. Also danach rufen ja gerne immer wieder Leute an und sagen, oh, wir haben Geld von dir auf dem Finanzmarkt gefunden. Die rufen aber genauso nur auf blauen Dunst an und wissen gar nicht, ob das stimmt. Weil es stimmt nicht, dass da Geld verloren ist. Sondern die rufen einfach genauso auch da dann nochmal alle Menschen an, in der Hoffnung, dass irgendjemand schon dabei gewesen war, der halt sein Geld verloren hat. Ja, und dann kann man ja gleich nochmal Geld abziehen. Tja, das ist halt leider die Vorhergehensweise von diesen netten Betrüger-Callcentern, die wir hier auf dem Kanal immer wieder hören. Ja, das heißt, sie werden den Paket kaufen. Ich weiß das leider nicht. Bei mir ändert sich die Sprache, bei Ihnen, aber auf Ihrem PC irgendwie nicht. Bei allen Kunden schon. Vielleicht hängt das bei Ihnen etwas. Das haben, wie gesagt, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie Englisch nicht können, bei Bundle heißt kaufen. Und Sie möchten den Mindestsatz einzahlen, das Guthaben mit dem Mindestsatz aufladen. Wenn Sie auf bei Bundle, auf jetzt kaufen anklicken, dann werden Sie weitergeleitet auf die Seite, die nur deutsch ist. Da steht denn, ich lese Ihnen, da steht Kasse, besitzt du bereits ein Kundenkonto, Rechnungsdetails, Vorname, Nachname, Land, aber nichts auf Englisch, sondern nur auf Deutsch. Verstehen Sie? Das ist nur ein einziger Klick, der Sie da teilt. Deswegen, also wir arbeiten hier, wir kennen uns aus, deswegen sind Sie auch da. Also damit, wenn Sie das wirklich machen möchten, dass Sie unsere Schritte auch verfolgen, bitte. Ja, weil wir sind da, um Ihnen zu helfen. Hören Sie mir nicht zu. Also wenn Sie auf bei Bundle angeklickt haben, dann werden Sie zur Seite weitergeleitet, dann wird alles auf Deutsch bei Ihnen stehen. Nichts auf Englisch. Ah, da wird ja die nette Betrüger-Tante so langsam schon atterig. Und tja, man kann hier immer besser raushören, dass sie schon langsam nervös wird und unbedingt an die Kohle will. Ja, und bloß nicht noch irgendwie warten oder, ja, keine Ahnung, sich mit dem Kunden vernünftig zu beschäftigen. Da hat man dann wieder keine Zeit zu. Da muss es dann auf einmal möglichst schnell gehen. Tja, also ich kann nur immer wieder davor warnen, Finger weg, wenn ihr solche Menschen an der Telefonleitung habt. Denn die wollen euch kein Geld bringen, sondern nur das Geld, was ihr überweist. Und das war's dann. Ihr überweist die 250, 500 oder 1000 Euro und direkt nach der Einzahlung meldet sich dieses Unternehmen in den allermeisten Fällen dann nicht mehr. Sollten die sich nochmal melden, dann geht's da meistens nur um noch eine Nachfinanzierung. Ja, damit man da noch mehr Geld reinbuttert. Verstehen Sie mich? Nee. Ja, entweder Sie verstehen mich nicht, wirklich, oder Sie möchten mich nicht verstehen. Weil, wie gesagt, wenn Sie auf bei Bundle, weil Sie sehen das alles, Sie sehen das ganz alles, wie ich es auch sehe, weil ich habe das jetzt in meinem PC auch aufgemacht, die Seite. Aber ich melde mich doch nicht irgendwo an, wo ich nicht mal lesen kann, was da steht. Sie werden sich nicht anmelden. Sie haben sich bereits dafür angemeldet und registriert. Sie wurden zu uns weitergeleitet. Das Einzige, was Sie jetzt machen, ist das Handelskonto aktivieren. Verstehen Sie? Und nachdem Sie auf bei Bundle angeklickt haben, was einkaufen kurz übersetzt bedeutet, dann werden Sie zu Ihrer Formularseite weitergeleitet, die nur auf Deutsch ist. Kein einziges englisches Wort ist dabei. Die wird nur auf Deutsch sein und da werden Sie Ihr Handelskonto erstellen.
Verstehen Sie, Sie melden sich jetzt nirgendwo an. Das haben Sie ja schon gemacht, ohne uns. Aber jetzt ist nächster Schritt, dass Sie das Handelskonto aktivieren. Verstehen Sie? Wir sind ein deutsches Unternehmen, also wir sind, Sie haben sich auf eine weltweit erfolgreiche Plattform registriert. Die deutsche Sprache ist keine Weltsprache. Englisch ist die Weltsprache und deswegen für unsere Kunden aus ganzer Welt ist die Seite auf Englisch. Ich kann nichts dafür, weil Sie nicht in der Schule zugehört haben, als Sie Englischunterricht hatten, oder? Sind Sie doof oder was? Ja, also das ist ja wieder herzallerliebst. Und da hat man eine nette Betrügerlady an der Telefonleitung. Und die stellt einen gleich als blöd hin, weil man kein Englisch in der Schule hatte. Ich meine, das gibt's ja tatsächlich wirklich. Also es ist ja nicht mal selten, dass es kein Englisch in der Schule gibt. Aber trotzdem, was hat das damit zu tun? Wenn ich in Deutschland anrufe und nach Deutschland irgendwas verkaufen will und biete die Webseite nicht auf Deutsch an, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass der Kunde da nicht einzahlen will. Weil genau so sollte es definitiv auch laufen. Wenn ihr die Sprache nicht versteht, ihr kauft doch nicht bei jemandem irgendwas, ohne zu wissen, was ihr da kauft, ohne dass ihr nachlesen könnt, ohne dass ihr die Geschäftsbedingungen, die Datenschutzrichtlinien, irgendwas von dieser Webseite versteht. Meldet man sich doch nicht an. Also so sollte es zumindest eigentlich sein. Ich kann es nur immer wieder sagen, Leute, lest euch die AGB, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen und vor allem auch die Datenschutzbestimmungen der Webseiten durch, wo ihr euch anmeldet. Natürlich macht das keiner gerne. Aber ja, ich kann euch nur raten, lest es euch mal durch. Wenn ihr euch irgendwo das nächste Mal anmeldet, lest es euch mal durch. Auch bei allen Verträgen, die ihr macht, Versicherungen, bei der Sparkasse, bei der Bank, ist egal welches Unternehmen, egal welches Unternehmen. Wenn ihr einen Vertrag unterschreibt, tut mir den Gefallen und lest euch mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr in 90% der Fällen dann keinen Bock mehr auf diesen Vertrag haben werdet. So ist es tatsächlich meistens wirklich. Hat zwar jetzt nichts mit dem Telefonat hier an sich zu tun, ist aber auf jeden Fall ein gut gemeinter Tipp. Man sollte sich immer die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen, denn in den allermeisten Fällen werdet ihr diesen Vertrag dann definitiv nicht eingehen wollen. Nee, ich sag's Ihnen nur, weil Sie sich beleidigt fühlen, weil die Seite nicht auf Deutsch ist. Englische Sprache ist die Weltsprache. Wie gesagt, ja, Sie werden das Handelskonto auf... Müssen Sie auch eine deutsche Webseite zur Verfügung stellen. Natürlich ist es auch auf Deutsch, aber bei Ihnen spinnt Ihr Computer. Ja, albern, was Sie da erzählen. Bei mir ist es auf Deutsch, ja, wenn ich auf Deutsch einstelle. Wenn ich auf englische Flagge anklicke, dann ist es auf Englisch. Sobald ich auf deutsche wieder anklicke, dann ist alles doch. Auf Englisch. Egal, bei Ihnen bleibt es, bei mir bleibt es aber nicht. Lügnerin. Dann hab ich wieder nichts damit zu tun, weil Ihr Computer vielleicht sind. Also selbst wenn dieser Bums da bei ihr dann automatisch übersetzt wird und das nur bei mir nicht funktioniert, hatte ich euch ja schon bereits erklärt, dass das eventuell am Browser liegen könnte. Nur die Callcenter-Tanten da wissen das halt selber nicht Bescheid darüber, wie das Ganze technisch funktioniert. Ja, und können einen daraufhin auch eben einfach nicht beraten, dass es daran liegen kann. Wenn man es halt einfach nicht weiß, dann weiß man es halt einfach nicht. So ist es nun mal. Aber letztendlich ist der Kunde doch eigentlich König. Und wenn der Kunde eine deutsche Webseite haben will und ich kann die als Verkäufer nicht liefern, dann fange ich doch nicht an, den Kunden zu beleidigen, sondern lass es einfach und entschuldige mich dafür, dass ich meinen Service dann eben nicht anbieten kann, wenn er dafür zu schlecht ist und die, ja, Wünsche vom Kunden nicht erfüllt werden. Oder irre ich mich da? Also, keine Ahnung. Also, die suchen noch eher nach Beleidigungen, anstatt sich einfach dafür zu entschuldigen, dass das Produkt, was sie mir hier anbieten will, nicht das Produkt ist, was ich gerne suche, weil es ist nicht auf Deutsch. Tja, da streiten die lieber und beleidigen die Menschen. Und daran könnt ihr sehen, dass das definitiv Betrug sein muss. Denken Sie, was Sie möchten. Wie gesagt, wir sind auch bei BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, auf sich registriert. Meinen, Sie können denken, was Sie möchten. Ja, also doch, alle anderen Kunden machen das so. Einfach nur eine wertlose kriminelle Bande, mehr nicht. Abschaum. Tja, Brumpola, denken Sie, was Sie möchten. Sie können denken, was Sie möchten. Alle anderen Kunden, stolz auf nur weil Sie so dumm sind, um einen Klick und den Leuten das Geld klauen. Nur weil Sie so dumm sind, kann ich nichts dafür. Ja, Sie sind sehr dumm und können kein PC benutzen. Ja, alle anderen Kunden schaffen das. Sie sind sehr kakerlake. Und Sie sind sehr, sehr, sehr dumm. Tschüss. Und Sie sind eine Kakerlake. Tja, und das war's dann tatsächlich schon wieder von der netten Betrügerin. An der Stelle haben die dann einfach das Gespräch abgebrochen. Genauso stellt man sich das
vor bei dem Betrugs-Callcenter. Wenn man nicht mehr weiter weiß, wird das Gespräch einfach direkt beendet. Ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine etwas größere Playlist mit einer viel, viel größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.